Servus, meine sehr geehrten Damen und Herren, wieder zu einer weiteren Folge von Kochen mit Maxi. Ja, einen Toast habe ich auch noch nie gemacht, aber mir gedacht, so einen schicken Käsetoast, das kann ja jeder Hirsch. Ich mache heute mal ein Club-Sandwich, also wieder mal in die Welt der englischen Begriffe eingetaucht. Ja, was ist das? Das ist eigentlich ein Toast, wo halt nur ein bisschen mehr drin ist. Toastbrot wird gerade getoastet in so einem Kelomator, kann man einmal umdrehen. Und schon langsam kriegt er dann schon eine schöne Farbe. Ja, wie habe ich dieses Rezept gefunden? Gleich mal ganz am Anfang, wie ich noch in die Schule gegangen bin, vor 2 Jahren, hat einmal meine Klasse so ein Buch gestartet, ein Kochbuch. Und da stehen immer sehr viele und gute Rezepte drin, wie zum Beispiel halt eben dieses Club-Sandwich da. Jetzt stellt es nicht scharf, aber könnt ihr euch ein wenig vorstellen. Links über das Bild, rechts die Zutaten mit Zubereitungsschritten. Genau. Und wie funktioniert jetzt so ein Club-Sandwich? Also man toastet einmal ein Toastbrot an, so wie wir es da schon gemacht haben. Haha. Da hat sich die Toastscheibe abgelegt, das will man nicht. Was mache ich dazu? Also jetzt gehen wir da ein bisschen rüber. Wir schneiden da hinein Tomaten, wir braten einen Speck an. Das da, was ihr da seht, ist ein Putenfleisch. Jetzt ziehen wir euch ein wenig nochmal hin. Genau. Und ein Gouda. Und das machen wir. Und dazu gibt es dann noch eine Schwenkung rüber, einen Rucola-Salat. Den tue ich aber nicht in Toast rein, sondern gibt es so als Salat halt dann dazu. Jetzt habe ich jetzt wieder mal getoastet. So, der Toastbrot wird schon langsam. Das reicht dann nicht mehr um. Ja, und wir werden jetzt das Fleisch da anbraten, heute mal mit Olivenöl. Ich habe es jetzt nur gesalzen. Und jetzt haben wir die Gouda auch schon rein. So, wir sehen dazu es hinwaschen. So, also folgendes wird wieder in die Toastscheiben dann die Tomaten gegeben. Die Tomaten werde ich noch in Scheiben schneiden. Und zuerst der Käse, dass der wenn zerrinnt. Halt das. So, da während der Toast schon fertig ist und der Käse ein bisschen schmilzt, brutzelt da das Fleisch schon. Das dauert noch ein wenig, muss auf beiden Seiten schön braun werden. Wir werden jetzt einmal die Tomaten in Scheiben schneiden. Und ich hoffe, der Akku hält, weil bei mir brennt jetzt das rote Licht. Ja, schauen wir mal.
Jedenfalls, wenn das Fleisch fertig ist, das sind ein paar größere Stücke, das darf ich dann zusammenschneiden, also halbieren, das passt halt auf die Toastform, dann die Scheibe Tomate drauf, dann brate ich noch in Speck an, wenn dann das Fleisch in der Pfanne endlich einmal fertig wird, und dann gehen wir, können wir eigentlich jetzt schon zum Rucola gehen. Da ist nämlich das Kochbüchle, da ist der Kuchen, der nicht von mir gemacht worden ist, dann gibt es dann als Nachspeise. Und da haben wir jetzt den Rucola-Salat. Den packen wir jetzt einmal rein. Und dann einen Vogelsalat auch. Ich meine, da kennst du, aber eigentlich wollte ich zwei Rucola nehmen und dann vergriffen. Aber ich gebe zum Toast direkt eine Kränzel abladen. Ich tue es jetzt als Beilage dazu. So, und das würzen wir jetzt dann mit Essig und Öl. So, fertig ist. Und jetzt kommt der Speck dran. Ja, und nachher werde ich natürlich wieder ins Brot einfügen, wie dann alles im fertigen Zustand ausschaut. Speck unbedingt im Auge behalten, weil der braucht nicht recht lang, da braucht das Fleisch länger. So, und jetzt gibt es da mal ein wunderbares Olivenöl. Ein wenig an Essig. Was kann man nur nehmen? Ein paar Kräuter und salzen wäre das natürlich auch noch ein wenig in die Marinade. Und dann einfach mischen. So, und nachher zeige ich dann einen angerichteten Teller. Okay, also ich muss die Aussage von vorher revidieren. Ich glaube, es war doch gescheiter, wenn man das Toastbrot nicht allein toastet, sondern gleich der Käse. Dass der wegen uns rennt, aber gut, ist jetzt der erste Versuch. Ja, so, jetzt zeige ich noch, wie ich das anrichte. Also, da haben wir einen Teller mit Speck und einen Buttenschnitzel. Dann legen wir da so eine Scheibe Fleisch drauf. Dann Speck. Dann kommt das Tomatchen. Und dann eigentlich schon der Deckel. Dann kommt noch unser guter gewürzter grüner Salat dran. So, da und fertig wäre das meiste weg. Jetzt seht ihr es nicht, aber wie gesagt, ich mache hier wieder ein Bild. So schaut es dann aus. Genau. Gut. Dann würde ich wieder sagen: Servus, das war's hier aus der Küche von Maxi und bis zum nächsten Mal.